Hi und herzlich willkommen zum neuen Video, meine lieben Fitnessfreunde. Heute geht es wieder um, ja, sagen wir mal, nicht um ein Fitnessthema, um keinen Fitness-Tipp oder um keinen Bauchmuskel-Workout oder was es auch alles gibt. Heute geht es um eine persönliche Sache von mir, und zwar, ich arbeite nicht mehr als Personal Trainer bzw. als Fitness-Coach. Ich habe den Job aufgegeben. Viele werden sich fragen: Oh, wow, okay, der Kerl macht hier einen Fitness-Channel und arbeitet dann nicht bei so etwas. Naja, ist ja auch wurscht. Und zwar folgendes: Ich habe jetzt Ewigkeiten, was heißt Ewigkeiten, fast 2 Jahre bei Fitness First als Personal Trainer und Fitnesscoach gearbeitet. Dort habe ich kleine Gruppenkurse gegeben, beziehungsweise Kleingruppentraininge, habe Personal Trainings gegeben, habe Kunden eingewiesen in Geräte und Trainingspläne eben geschrieben und was es auch nicht alles gibt. Und ja, ich habe letztens kundgegeben, beziehungsweise am Donnerstag, am 28. September war mein letzter Arbeitstag. Und Gründe dafür sind einfach: Ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Das heißt, ich schreibe nächstes Jahr im Juni, Juli, schreibe ich mein Examen in Physiotherapie, und da muss ich eben jetzt mal ein bisschen anfangen zu pauken. Natürlich hat mir der Beruf als Fitnesscoach bzw. als Personal Trainer extrem gut gefallen, einfach Leuten etwas beizubringen, Leuten etwas zu zeigen bzw. Tipps zu geben, Fragen zu beantworten, etc., was es nicht alles gibt. Das mache ich natürlich jetzt auch gerne hier online. Aber online ist natürlich eine andere Sache wie 1:1 zu einer anderen Person. So, Grund war eben auch noch dafür: Ich habe öfters die Woche gearbeitet in einem Fitnessjob. Es war ein 450-Euro-Job, war also nicht meine Hauptberufung, denn die Ausbildung zum Physiotherapeuten braucht enorm, also beziehungsweise ist enorm zeitaufwendig. Man muss sich so vorstellen, das ist wie ein ganz normaler Job. Wir haben meistens von, ja, jetzt mittlerweile von 7:30 Uhr bis 17:30 Uhr Schule oder bis 15:45 Uhr. Es sind da schon recht lange Tage, und meistens stand ich dann noch von 18 Uhr bis, ja, 21 oder 22 Uhr als Personal Trainer im Fitnessstudio, und danach wollte ich noch selber arbeiten, beziehungsweise selber trainieren, nicht arbeiten. Dann haben sich die Tage natürlich ziemlich ins Lange gezogen, und somit hatte ich dann wenig Zeit zum Lernen. Natürlich habe ich es dann trotzdem auf die Reihe gebracht, war aber ziemlich aufwendig, und somit habe ich meine Familie, meine Freunde und alles meine eigenen Hobbys damit sehr eingeschränkt. Und mir persönlich war das jetzt dann einfach zu viel, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, meinen Nebenjob aufzugeben und mich jetzt erstmal auf die Ausbildung zu konzentrieren. Was aber jetzt quasi mein Fitnesswissen jetzt nicht einschränken wird, denn ich sage mal so: In der Physiotherapie haben wir ebenfalls Trainingslehre, müssen wir Krankheitsbilder erkennen bzw. Disbalancen analysieren bzw. alles, was dazugehört, Muskeln trainieren, und ja, eigentlich genau das gleiche wie im Personal Coach, nur dass man halt meistens noch intensiver mit den Leuten unterwegs ist. Das war meine kleine Stellungnahme, warum ich Fitness First aufgehört habe zu arbeiten. Mittlerweile bin ich jetzt auch in kein Fitnessstudio mehr. Ich werde es mir jetzt überlegen, ob ich überhaupt noch in eins gehe. Also wahrscheinlich werde ich es machen, wie ich mich kenne. Hier in Regensburg muss ich nur schauen, in welches. Ich weiß noch nicht, ich will mal wieder was Neues sehen, will mal wieder neue Clubs ausprobieren. Wenn ihr da draußen aus Regensburg seid und mir eins empfehlen könnt und mir einfach mal in die Kommentare schreibt, wo ihr gerade seid oder welches ihr geil findet und welches auch preislich recht günstig ist, aber dafür gute Geräte hat, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich jetzt kein Personal Trainer mehr in einem Fitnessstudio angestellt bin, werde ich trotzdem noch Sachen beantworten können, weil ich sage mal so: Dadurch ist jetzt mein Wissen jetzt nicht mehr oder weniger eingeschränkt. Wenn ihr immer noch Fragen zu irgendwelchen Übungen oder zu irgendetwas habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten war das meine Stellungnahme dazu, weil ich habe das Bild in Instagram reingehauen, dass ich eben aufgehört habe, im Fitness First zu arbeiten. Und mit diesem Video wollte ich bloß eben die Fragen beantworten: Warum, wieso, weshalb. Die Gründe waren einfach auch Zeitmangel, und ich wollte mir auch selber mal was Gutes tun und ein bisschen Zeit für mich selber, Freunde, Familie und alles andere haben. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Samstag. Bleibt im Training,
Checkt meine Trainingsvideos aus, meine Trainingsmethoden und den ganzen anderen Schmarrn auf meinem Kanal. Lasst mir ein Abo da oder ein Like und man sieht sich beim nächsten Mal. Bleibt positiv, meine lieben Fitnessfreunde, und man sieht sich. Ciao.